So, Kinder, ich hatte euch ja gesagt, dass ich eigentlich noch eine Überraschung für euch habe und die habe ich auch. Also was richtig Fettes. Also das ist das heftigste Weihnachtsgeschenk, was ihr, glaube ich, jemals bekommen habt. Wobei, ich meine, das Bett letztes Jahr für 20.000 Euro war ja auch schon nicht schlecht. Papa, wir ziehen jetzt wirklich in das neue Haus? Ich kann es gar nicht fassen. Wie viele Zimmer hat es denn? Und kriege ich ein Ankleidezimmer, ein Spielzimmer, ein Schlafzimmer und auch noch ein Fernsehzimmer? Aber natürlich, mein Schatz. Und du bekommst natürlich auch dein eigenes Badezimmer. Also ist doch sowas von klar. Wirklich? Also ich glaube, es müsste ungefähr so um die 84 Zimmer haben, das Haus. Ach Mike, du weißt doch, ich mag so Überraschungen nicht. Ich wäre gerne in unserem Fünf-Sterne-Hotel geblieben, bis unser altes Haus renoviert ist. Oh nein, 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 bitte nicht Wir ins haben ein Fenster Hotel. auf das Da Hotel. hat jeder nur ein Zimmer für sich. Ja, Das ist der Albtraum. Tut genau. mir leid, da kann man doch nicht leben. Hörst du, Maren, hörst du? Also, das sind Naja, meine gut. Kinder. Das sind meine Na, Kinder. ja. Sehr gut, sehr schön, Kinder. Also, das Haus müsste auch jetzt ein paar Straßen weiter sein. Da müssten auch schon unsere Möbel und so liegen. Also, eigentlich im Haus schon. So, und ich glaube, da hinten. Oh, das. Nein, das ist. Doch, das ist Nummer 16. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Papa, was? Das. Du willst uns doch veräppeln! Also Papa, ich bitte dich, hier können wir Wir nicht können hier nicht einziehen. Also du einziehen. möchtest, ist das eine Strafe für Da war irgendwas? ja mein alter Kleiderschrank größer. Mike, sag mir bitte, dass das ein schlechter Witz von dir ist. Nein, aber also ich hatte Mike. mit dem Makler geredet und der hatte mir eigentlich gesagt, dass das Haus, ich glaube, wir haben, okay, ich hatte das Haus vorher nicht gesehen und ich hatte es nur über eine Internetanzeige gesehen und da hatte ich es dann auch gekauft. Oh Gott, ich glaube, diese 500.000, die waren jetzt umsonst. Ja, ich dachte, Also. das wäre ein Schnäppchen für die 84 Nicht Zimmer. 84 Zimmer, das sind vielleicht 84 Quadratmeter. Also, kannst du ruhig bleiben? Wir schauen uns das jetzt einfach mal von innen an. Vielleicht hat's ja goldene Wände und Marmorboden. Das, Mama, das glaubst du doch jetzt wohl selbst nicht, oder? Und du gehst doch nicht davon aus, dass mein Diamantbett da ist, oder? Mit Swarovski-Steinen und so. Also das wird hier niemals klappen. Ich bitte dich. Beruhigt euch doch bitte. Also, ich wette mit euch, dass da drin die 84 Zimmer zu finden sind und von außen soll es halt nicht so pompös wirken. Ja, ich glaube, das ist es. Was ist Oh, das denn? okay. Kay? Papa, das ist doch nicht dein Ernst! Oh, Oh okay. Mann, ich glaube, mir wird schwindelig. Da ist Okay. ja die Toilette neben dem Bett. Damit habe ich nicht Oh gerechnet. Papa, das erzähle ich meinem Anwalt, der wird dich verklagen. Du kannst mich doch nicht in so einem Haus wohnen lassen. Das sage ich auf jeden Fall meinem Anwalt. Gott. Oh Gott, bitte fang mich jemand auf. Ich kipp hier um. Oh, mir wird ganz schwarz vor Augen. Oh Gott, Maren, übertreib es doch bitte nicht! Kinder, könnt ihr mir Mike. kurz helfen? Wir müssen sie einmal Das kurz ist so hier ein Schock. auf diesen Sonnenstuhl da liegen. Hilft mir bitte, Kinder! Maren, alles in Ordnung? Mike, Kinder, kann jemand kaltes kneif Wasser mich. bringen? Wo gibt Sag es mir, hier dass denn das den ein Traum Kühlschrank, bitte? ist. Das muss ein Albtraum sein. Ja, genau. Das ist einfach nur ein Albtraum. Also, ich werde mal ganz vorsichtig meine Augen öffnen. Maren, bleib ruhig! Maren, Nein, bleib ruhig! es ist wirklich kein Albtraum. Die Wahrheit. Oh, ich kipp einfach um. Mama, Mama, steh doch auf! Hier Hey, kann ich nicht bleiben, Mama! Mike. Oh Gott, das ist das komplette Chaos hier, Kinder. Hier gibt's auch keinen Kühlschrank und keinen Wasserspender, gar nichts. Oh Gott, das ist der Albtraum. Papa, ich habe schon mit meinem Anwalt telefoniert. Da kommt eine dicke Rechnung auf dich zu. Also ich ziehe direkt wieder ins Hotel. Das geht nicht, Papa. Ich will hier nicht wohnen. Das ist furchtbar. Können wir mal bitte alle ganz ruhig bleiben? Also, Wie soll man hier denn ruhig wir werden bleiben? selbstverständlich hier nicht bleiben. Also, das ist ja, wie kann man das ja jemandem zumuten? Mike! Wir werden jetzt diese Nacht noch hier bleiben. Das ist nicht dein Ja, aber Ernst. was sollen Wir wir denn werden diese machen? Nacht nicht hier Das bleiben. Hotel ist ausgebucht, es Meine ist Kinder und Weihnachten. ich schlafen nicht neben der Toilette. Papa, guck dir das mal bitte an. Also, ich wette, das ist nicht das Bett, wo ich eigentlich drauf schlafen sollte. Du weißt, dass ich eine eigene Das ist Matratze gar kein habe. Bett. Also, Mama, mir wird auch ganz schwindelig. Tut mir leid, mir wird ganz schwindelig. Oh, mein armer Junge. So, jetzt ist hier Ruhe. Jetzt ist hier Ruhe. Keine Sorge, ich kaufe euch Aber morgen auch Papa! alles, was ihr wollt. Aber heute sind wir erstmal die 500.000 los. Oh Gott. Kinder, es bringt nichts. Wir können heute nicht zurück ins Hotel. Wir müssen den Albtraum bis morgen irgendwie überstehen. Es tut mir so leid für euch. Ich kümmere mich dann vielleicht auch um unser Gepäck. Also, ich sehe auch, vieles noch nicht angekommen. Mike, stopp, du packst hier gar nichts aus. Wir Ach, legen uns hin, Maren. schlafen ein paar Stunden und dann geht's wieder ab ins Hotel. Also, das ist der absolute Albtraum. Das kann man doch keinem Kind hier zumuten. Ich Also, will hier keine Minute länger Papa, bleiben. bitte, wo sind denn. Ach Gott. Ach, Kinder, jetzt führt euch doch bitte nicht auf wie Schnö. Oh, wir sind doch die Schnösel. Kinder, führt euch ruhig so auf. Alles gut. Es wird jetzt Zeit, ins Bett zu gehen. Je schneller wir einschlafen, desto schneller ist der Albtraum zu Ende. Mama, das ist doch bitte nicht dein Ernst. Wie sollen wir uns denn hier Augen bitte zu und reinquetschen? durch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Oh, werden wir das überleben? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Mike, du erwartest ja wohl nicht von mir, dass ich auf dem Fußboden schlafe. Da kannst du dich hinlegen. Ja, also, natürlich. Ich bin ja, zumindest natürlich. Da auf dieser Liege. Natürlich. Ich weiß zwar nicht, welcher Mensch so etwas erschaffen hat, um zu liegen, um darauf zu schlafen, zu nächtigen. Aber naja. Vielen Dank, Mike, für den schlimmsten Tag meines Lebens. Das ist das furchtbarste Weihnachten, was ich je erlebt habe. Das ist ja hier noch schlimmer als auf dem Kreuzfahrtschiff. Also ich bin auch ganz ehrlich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie es noch schlimmer werden kann. Das ist der absolute Albtraum. Schlimmer geht's nicht. Kinder, beachtet mich bitte gar nicht. Ich muss nur ganz, ganz kurz auf Toilette. Papa! Also, tut mir leid, ich schicke gleich die Gesundheitsbehörde hin. Also das ist doch unfassbar. Das wird teuer für dich, Papa. Das wird richtig teuer. Mike, damit du schon mal Bescheid weißt, morgen kaufe ich mir 20 Kleider. Keins mehr, keins weniger. Um mich wieder etwas zu beruhigen.